hatten Sie denn eine Erlaubnis, das zu filmen? Ja, wieso? Ja, weil man das hier nicht darf, nur mit Erlaubnis. Oh, Entschuldigung. Ja, meine lieben Freunde, heute entführe ich euch zu Kaiser Karls Bettstatt. Und selbst diejenigen unter euch, die sich ja vielleicht mit der Person Kaiser Karls des Großen sehr eingehend beschäftigt haben, denen ist der Begriff Kaiser Karls Bettstatt ziemlich unbekannt. Sie haben vielleicht davon noch nie etwas gehört, geschweige denn sind sie an Ort und Stelle gewesen. Aber das hat auch seinen Grund. Kaiser Karls Bettstatt liegt sehr versteckt tief im Walde, aber ihr werdet mich dahin begleiten. Wo das genau ist, da kann ich als Stichwort die Ardennen und die Eifel nennen. Also ihr kennt sicher alle das hohe Venn. So gibt es auch das Brackvenn und das Mützenicher Venn. Und in der Nähe von Mützenich, einem kleinen Ort in der Eifel, da ist diese Stätte zu finden. Aber zuvor geht's mal in den Aachener Dom, dort steht er noch, der Thron von Kaiser Karl dem Großen, ist nach wie vor zu bestaunen, viel Spaß dabei.
Ja, das erinnert alles sehr an den Orient. Dieser Punkt, diese Pracht, diese vielen Goldplättchen, das ist wirklich der Knaller. Als Schrein, dieser Karlsschrein wurde im Jahr 1215 unter Friedrich II. Fertiggestellt. Dieser Schrein besteht aus einem Eichenholzkern. Dieser Eichenholzkern ist versilbert, größtenteils vergoldet. Und Sie können ganz gut hier im unteren Bereich erkennen, dass hier Edelsteine, zum Teil antike Edelsteine, eingesetzt wurden. Ja, haben Sie sich den Thron so vorgestellt? Das wirkt auch viele, wenn Sie ihn das erste Mal sehen, ein bisschen einfach bzw. schlicht, aber so schlicht ist er vermutlich gar nicht. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um parische Marmorplatten. Wir vermuten, dass es sich hierbei um Bodenplatten handeln könnte, die aus Jerusalem, aus der Grabeskirche von Jesus Christus stammen. Wenn man eben davon ausgeht, dass Jesus Christus 3 Tage nach seinem Tod von den Toten auferstanden ist und über diese Platten schritt, hätten diese Platten den Charakter einer Reliquie, wenn also mehr wert als Gold. Tja, meine Lieben, mehr wert als Gold. Als ich so dem Vortrag lauschte, wurde ich aufgeschreckt. Aufgeschreckt durch einen Chor, der sich plötzlich in dieser Kirche, in diesem Dom versammelt hatte und ein Lied anstimmte. Ja, dies war ein Chor junger Menschen aus Russland, die diesen weiten Weg zu uns hier nach Deutschland gemacht haben, um für den Frieden zu singen. Wir alle wissen, was in der Ukraine passiert. Wir wissen, dass die NATO an die Grenzen Russlands gezogen ist. Und das alles ist eine Bedrohung für die russische Bevölkerung. Sie nimmt das ganz besonders wahr und sie machten sich auf diesen weiten Weg zu uns, um hier in den Kirchen zu singen, für den Frieden. Und das Allerbeschämendste, kann ich euch sagen, das waren die Deutschen, die da herumstanden und das Ganze nicht verstanden, von welchem Krieg und warum. Sie ahnen und spüren von einer Bedrohung gar nichts. Sie sehen ja immer in den Nachrichten, dass Russland ja derjenige ist, der den Aggressor darstellt. Nochmal hier eine kleine Sequenz dieses Chores und ich kann euch sagen, ich hatte da richtig Wasser in den Augen. Ja, meine Lieben, war es nicht schön? Also mir hat es sehr gefallen. Mir ist es richtig zu Herzen gegangen, dass diese jungen Menschen sich so auf diesen weiten Weg zu uns gemacht haben, um für den Frieden zu singen. Ne? Menschen, die ja mal wieder zum Feindbild erklärt werden. Russland, Putin, der große Aggressor. Ne? So wird es ja in unseren Medien geschildert. Diese Menschen sind wirklich besorgt. Und wie gesagt, es war äußerst beschämend, was da an deutschen Touristen um diesen Chor herumstand und überhaupt nicht verstand, warum singen die da? Frieden? Wieso? Es besteht doch keinerlei Bedrohung. Wenn, dann besteht ja die Bedrohung aus Russland heraus. Ich bin
dieses Jahr im Sommer in Italien gewesen und bin da in eine Anti-Merkel-Demo hineingeraten. Ja, auch da ist man besorgt. Und man hat ja auch dort wahrgenommen, dass Deutschland sich zu weiteren 4 Jahren Angela Merkel entschieden hat. Und wir sind im Ansehen auch dort ganz, ganz tief gesunken mit einem Male. Aber wie gesagt, darüber weiß der deutsche Michel ja nichts. Und er wird auch beim nächsten Mal wieder Angela Merkel wählen. Meine lieben Freunde, zurück zum Aachener Dom. Ein paar Sequenzen und danach geht's dann nach draußen. Ja, bevor es nun in den Wald geht, erlaubt mir noch ein paar Außenaufnahmen, und zwar aus direkter Umgebung des Aachener Doms. Die sind ganz interessant. Direkt das Zeichen der Illuminaten. Ja, das muss man doch mal aufnehmen, ne? Das sind ja schon fast Kunstwerke. Da wünscht man sich, dass es zu einer Kollision kommt, oder? Guckt euch diesen Dreck an.
Großteil ist dieser Dom derzeit eine Baustelle. Aber dafür ist am Juni noch alles schön. Ja, meine lieben Freunde, das ist das Stadtarchiv. Und hier prangt in der Mitte der Deutsche Adler. Aber die Vorsitzende der Grünen hier, der Stadt, hat sich dafür eingesetzt, dass da auch noch ein Wellensittich hinkommt. Den seht ihr hier rechts. Ihr zwei da, kommt doch mal bitte da raus, ihr macht hier die ganzen Blumen kaputt. Meine lieben Freunde, wenn ihr wissen wollt, wo euer Geld geblieben ist, ihr habt unsere Regierung hingeschafft, ins Haus der Kohle, auf immer und ewig verschollen. Ja, ihr Lieben, ihr habt es gesehen, Tihange, ein äußerst unsicheres Kernkraftwerk, gleich in der Nähe Aachens, nämlich in Belgien stehend. Natürlich sind die Menschen in Aachen äußerst besorgt. Also dieses gelbe Schild, was ihr da gerade gesehen habt, ist hinter zig Fensterscheiben zu sehen, ob in Privatwohnungen oder öffentlichen Geschäften. Man ist da wirklich besorgt, weil dieses Kernkraftwerk sich direkt in der Nähe befindet. Und ganz ehrlich, ein, zwei Orte weiter kennt schon niemand mehr dieses Ort, Tihange. Das Kernkraftwerk ist völlig unbekannt. Ich denke mal, euch geht es genauso. Ihr werdet davon noch, vielleicht noch nie etwas gehört haben. So ist es mit des Michels Gleichgültigkeit und Gleichmütigkeit. Egal, weiter geht's. Ja, hier wohnen Linke, ne? Antifanten-Gedödels. Ja, schlimm. Ein Leid für die Anwohner. Ja, die Welt wird immer bekloppter, ne? Nicht nur in Aachen. Das Stadtbild ist eigentlich überall das gleiche mittlerweile. Jetzt geht's ab in den Wald. Viel Spaß dabei. Ja, und um zu Kaiser Karls Bettstadt zu kommen, muss man sich ganz tief in die Eifel begeben. Also nah an der belgischen Grenze. Da befindet sich die Bettstadt. Schön versteckt in der Natur. Da gehe ich jetzt hin. Und ihr seid dabei. Ihr könnt das sehen. Hier beginnen die Hochmoore, das hohe Venn. Und hier in der Nähe ist Kaiser Karls Bettstadt. Ja. Um zu Kaiser Karls Bettstadt zu kommen, muss man schon ein bisschen durch den finsteren Wald oder sagen wir mal dichten Wald. Und die Luft hier, die ist einfach hervorragend. Gar nicht zu vergleichen mit der in Duisburg. Also macht wirklich Freude, hier zu gehen. Vorne wird es schon ein bisschen heller wieder. Der Laubwald beginnt. Ja. Vorne ist eine Lichtung. Da könnte es sein. Da habe ich noch was entdeckt. Ja, meine Lieben, in diesem Häuschen habe ich mich versteckt. Draußen regnete es fürchterlich. Wunderschöne Herberge hier. Ein paar schöne Bilder. Nützliches. Ja. Hier habe ich die letzte halbe Stunde verbracht, weil es hatte einen fürchterlichen Platzregen gegeben.
Und ja, jetzt ist, ist hier draußen wieder halbwegs begehbar. Auf zum Kaiser, auf zu Kaiser Karls Bettstadt. Ja, hier kann man sehen, Kaiser Karls Bettstadt. Ja, ist also keine Verulkung. Ist alles echt, alles wahr. Und das ist es hier. Hier hat der Kaiser unfreiwillig genächtigt. Kaiser Karls Bettstadt. Ja, wenn es nicht so geregnet hätte, würde ich mich da jetzt auch hinsetzen. Aber so kann ich das wohl schlichtweg vergessen. Ja, hier hat er drauf gelegen. Ist er wie geschaffen für einen Menschen. Ja, so wie es aussieht, bei so einem großen Stein, der hätte ja sogar einen Riese Platz. Hoffen wir mal, dass er damals nicht vom Bett gefallen ist, denn da unten ist es ziemlich matschig. Nasse Füße hat er vielleicht auch gehabt. Hier dürfte sein edles Haupt drauf gelegen haben. Hier auf der obersten Kante. Ja, wie gesagt, sogar ein Gigant hätte auf diesem riesigen Stein Platz für die Nachtruhe gehabt. Ja, ich lese jetzt mal vor, was auf dieser Tafel alles steht. Wenn ich das als einzelnes Bild hier ins Video einblenden würde, dann müsste ich ein Standbild von 5 Minuten machen. Das spare ich mir und euch. Der Sage nach hat auf diesem großen Quarzitblock einst Kaiser Karl der Große auf einem seiner Jagdzüge unfreiwillig genächtigt. Er, der leidenschaftliche Jäger, war wieder einmal mit seinem Gefolge im Reichswald auf der Jagd. Laut hallte das Trara der Jagdhörner, das freudige Gebell der flinken Hundemeute und das Geschrei der Treiber und an deren Spitze der edle Kaiser auf feurigem Hengste, der die Fährte eines Hirsches oder Auerochsen verfolgte. Doch der Reichswald war groß und das Dickicht und die Sumpflandschaft machten die Gegend unübersichtlich. So irrte man bis zum Einbruch der Nacht durch den Wald, weit entfernt vom Königshofe zu Konzen. Einer seiner Mannen entdeckte dann inmitten bärtiger Tannen einen mächtigen Felsblock und sodann wurde beschlossen, hier das Nachtlager aufzuschlagen. Da Kaiser Karl der Große die Gestalt eines Hünen hatte, nahm er den flachen Fels als Bett an. Noch heute ist anhand der Dellen im Stein zu sehen, wo Kopf und Füße gelegen haben sollen. Das haben wir ja eben gesehen. Damit der Kaiser in Ruhe schlafen konnte, hat einer seiner Diener auf dem kleinen Fels daneben die Wacht über ihn gehalten. Aus dem Volksmund ist nun zu erfahren, dass der Diener seinem Herrn vor dem Einschlafen der kalten Nacht wegen eine Mütze angeboten habe. Kaiser Karl aber wohl im platten Deutsch mit den Worten »Mütze nicht« diese gut gemeinte Geste seines Dieners ablehnte. Diese für den Kaiser unerhebliche Äußerung hatte jedoch später für das Dorf »Mütze nicht« die Folge, seinen Namen zu erhalten. Dies soweit die Sage über Kaiser Karls Bettstadt. Was man allerdings über diesen Fels aus der Historie tatsächlich weiß, ist, dass er einst als Grenzmarkierung des Grundbesitzes des Reichensteiner Prämonstratenserordens diente.
Geologisch betrachtet ist dieser Stein interessant, weil dieser Quarzitblock doch zur ältesten Gesteinsart im Monschauer Land zählt. Aber auch gewisse Anzeichen um den Stein herum weisen darauf hin, dass hier einmal eine Kultstätte eines Volksstammes gewesen sein könnte. Ja, und da es jetzt schon wieder regnet, mache ich mich jetzt auf den Heimweg. Ja, meine lieben Freunde, noch was. Wenn es denn hier mal bei uns im Lande zur Sache geht, und danach sieht es ja sehr aus, wenn es ums Überleben geht, zumindest im Frühjahr oder zu dieser Jahreszeit hier, man kann diese jungen Triebe essen. Am besten ist es, wenn sie noch in der Hülle stecken, also in der Knospe, dann sind sie am schmackhaftesten. Aber auch in dieser Größe, man kann sie noch essen. Und bevor man verhungert, sie schmecken auch nicht schlecht. Wollte ich einfach mal so einflechten. Gut, jetzt gehen wir aber wirklich weiter. Ja, bevor es nun in den Wald geht, erlaubt mir noch ein paar Außenaufnahmen, und zwar aus direkter Umgebung des Aachener Doms. Die sind ganz interessant. Direkt das Zeichen der Illuminaten. Ja, das muss man doch mal aufnehmen, ne? Das sind ja schon fast Kunstwerke. Da wünscht man sich, dass es zu einer Kollision kommt, oder? Guckt euch diesen Dreck an. Großteil ist dieser Dom derzeit eine Baustelle, aber dafür ist am Himmel doch alles schön. Ja, meine lieben Freunde, das ist das Stadtarchiv und hier prangt in der Mitte der deutsche Adler, aber die Vorsitzende der Grünen hier, der Stadt,
Schämend, was da an deutschen Touristen um diesen Chor herumstand und überhaupt nicht verstand, warum singen die da? Frieden? Wieso? Es besteht doch keinerlei Bedrohung. Wenn, dann besteht ja die Bedrohung aus Russland heraus. Ich bin dieses Jahr im Sommer in Italien gewesen und bin da in eine Anti-Merkel-Demo hineingeraten. Ja, auch da ist man besorgt. Und man hat ja auch dort wahrgenommen, dass Deutschland sich zu weiteren 4 Jahren Angela Merkel entschieden hat. Und wir sind im Ansehen auch dort ganz, ganz tief gesunken mit einem Male. Aber wie gesagt, darüber weiß der deutsche Michel ja nichts. Und er wird auch beim nächsten Mal wieder Angela Merkel wählen. Meine lieben Freunde, zurück zum Aachener Dom. Ein paar Sequenzen und danach geht's dann nach draußen. Ja, dies war ein Chor junger Menschen aus Russland, die diesen weiten Weg zu uns hier nach Deutschland gemacht haben, um für den Frieden zu singen. Wir alle wissen, was in der Ukraine passiert. Wir wissen, dass die NATO an die Grenzen Russlands gezogen ist. Und das alles ist eine Bedrohung für die russische Bevölkerung. Sie nimmt das ganz besonders wahr und sie machten sich auf diesen weiten Weg zu uns, um hier in den Kirchen zu singen, für den Frieden. Und das Allerbeschämendste, kann ich euch sagen, das waren die Deutschen, die da herumstanden und das Ganze nicht verstanden, von welchem Krieg und warum. Sie ahnen und spüren von einer Bedrohung gar nichts. Sie sehen ja immer in den Nachrichten, dass Russland ja derjenige ist, der den Aggressor darstellt. Nochmal hier eine kleine Sequenz dieses Chores und ich kann euch sagen, ich hatte da richtig Wasser in den Augen. Oh.
Ja, meine Lieben, war es nicht schön? Also, mir hat es sehr gefallen. Mir ist es richtig zu Herzen gegangen, dass diese jungen Menschen sich so auf diesen weiten Weg zu uns gemacht haben, um für den Frieden zu singen. Ne? Menschen, die ja mal wieder zum Feindbild erklärt werden. Russland, Putin, der große Aggressor, ne? So wird es ja in unseren Medien geschildert. Diese Menschen sind wirklich besorgt. Und wie gesagt, es war äußerst beschämend, was da an deutschen Touristen um diesen Chor herumstand und überhaupt nicht verstand, warum singen die da? Frieden? Wieso? Es besteht doch keinerlei Bedrohung. Illuminaten. Ja, das muss man doch mal aufnehmen, ne? Das sind ja schon fast Kunstwerke. Aber da wünscht man sich, dass es zu einer Kollision kommt, oder? Guckt euch diesen Dreck an. Großteil ist dieser Dom derzeit eine Baustelle, aber dafür ist am Himmel doch alles schön. Ja, meine lieben Freunde, das ist das Stadtarchiv und hier prangt in der Mitte der Deutsche Adler, aber die Vorsitzende der Grünen hier, der Stadt, hat sich dafür eingesetzt, dass da auch noch ein Wellensittich hinkommt. Den seht ihr hier rechts. Jetzt weiter, kommt doch mal bitte da raus, ihr macht ihr die ganzen Blumen kaputt. Meine lieben Freunde, wenn ihr wissen wollt, wo euer Geld geblieben ist, hier hat es unsere Regierung hingeschafft, ins Haus der Kohle, auf immer und ewig verschollen.
Ja, bevor es nun in den Wald geht, erlaubt mir noch ein paar Außenaufnahmen, und zwar aus direkter Umgebung des Aachener Doms. Die sind ganz interessant. Merkel wählen. Meine lieben Freunde, zurück zum Aachener Dom, ein paar Sequenzen und danach geht's dann nach draußen. Ja, bevor es nun in den Wald geht, erlaubt mir noch ein paar Außenaufnahmen, und zwar aus direkter Umgebung des Aachener Doms. Die sind ganz interessant. Kaiser Karls Bettstadt. Ja, wenn es nicht so geregnet hätte, würde ich mich da jetzt auch hinsetzen. Aber so kann ich das wohl schlichtweg vergessen. Ja, hier hat er drauf gelegen. Ist er wie geschaffen für einen Menschen. Ja, so wie es aussieht. Bei so einem großen Stein. Der hätte hier sogar einen Riese Platz. Hoffen wir mal, dass er damals nicht vom Bett gefallen ist. Denn da unten ist es ziemlich matschig. Nasse Füße hat er vielleicht auch gehabt. Hier dürfte sein edles Haupt drauf gelegen haben. Hier auf der obersten Kante. Ja, wie gesagt, sogar ein Gigant hätte auf diesem riesigen Stein Platz für die Nachtruhe gehabt. Ja, ich lese jetzt mal vor, was auf dieser Tafel alles steht. Wenn ich das
als einzelnes Bild hier ins Video einblenden würde, dann müsste ich ein Standbild von 5 Minuten machen. Das spare ich mir und euch. Der Sage nach hat auf diesem großen Quarzitblock einst Kaiser Karl der Große auf einem seiner Jagdzüge unfreiwillig genächtigt. Er, der leidenschaftliche Jäger, war wieder einmal mit seinem Gefolge im Reichswald auf der Jagd. Laut hallte das Trara der Jagdhörner, das freudige Gebell der flinken Hundemeute und das Geschrei der Treiber und an deren Spitze der edle Kaiser auf feurigem Hengste, der die Fährte eines Hirsches oder Auerochsen verfolgte. Doch der Reichswald war groß und das Dickicht und die Sumpflandschaft machten die Gegend unübersichtlich. So irrte man bis zum Einbruch der Nacht durch den Wald, weit entfernt vom Königshofe zu Konzen. Einer seiner Mannen entdeckte dann inmitten bärtiger Tannen einen mächtigen Felsblock und sodann wurde beschlossen, hier das Nachtlager aufzuschlagen. Da Kaiser Karl der Große die Gestalt eines Hünen hatte, nahm er den flachen Fels als Bett an. Noch heute